Ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe von Ländle TV Dir Tag. Heute gibt es einige Bilder von den Airport Race Days in Hohenems, Eindrücke vom Tag der offenen Tür der BEMA Group in Liechtenstein sowie die aktuellsten News, Sport- und Wetterinformationen. Glühende Motoren gab es am vergangenen Wochenende in Hohenems. Die 10. Airport Race Days standen auf dem Programm und wir waren mit dabei. Am 28. September war es soweit. Bereits zum 10. Mal präsentierte die Wild West Crew am Flugplatz in Hohenems den Airport Race Day. Rennstrecke zählten Reaktion, Geschwindigkeit und starke Nerven. Dabei ging es jedoch nicht nur darum, schneller als der Kontrahent zu sein, sondern auch die beste Klassenzeit zu fahren. Der Airport Race Day bot nicht nur den Teilnehmern eine einmalige Möglichkeit, die Achtelmeile so schnell als möglich zu fahren, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für die zahlreichen Besucher. Ja, wir haben jetzt 10 Jahre seit 2004 Race Day am Flugplatz in Hohenems, heuer das große Jubiläum. Wir haben eine brutale Gaudi, dass so viele Teilnehmer am Start sind. Wir haben auch Bombenwetter, der schönste Sommer vom ganzen Sonntag, wenn man so will, oder umgekehrt der schönste Sonntag im ganzen Sommer. Wir haben ein Mörderprogramm, von 9 bis 18 Uhr wird gefahren auf der Piste, Beschleunigungsfahren mit der Dragster-Ampel im direkten Vergleich. Für das Publikum sehr spannend, weil sehr, sehr viele Starts passieren an dem Tag. Zusätzlich gibt es noch Tandem-Fallschirmsprünge zu gewinnen. Wir haben Dragster-Taxifahrten, da die verlost werden. Gute, schnelle, leistungsfähige Teams aus ganz Europa, aus Italien, Deutschland, Holland, der Schweiz und den umliegenden Ländern. Wir sind sehr stolz, dass wir 10 Jahre lang die Veranstaltung in Hohenems am Flugplatz durchführen haben können bis jetzt. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir 10 Jahre lang Race Day am Flugplatz in Hohenems gemacht haben. Jetzt nach dem Jubiläum kann man zurückschauen und hat sehr viele Eindrücke, hat viele neue Freunde, hat viele Vorarlberger Motorsportfreunde glücklich gemacht. Und an einem so einem schönen Sonntag wie heute, da schlägt einfach das Herz höher, wenn alles passt. Einen ausführlichen Bericht zu den Airport Race Days gibt es ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick. Tourismus trotz verregnetem Sommer zufrieden. Der August 2014 hat den Vorarlberger Tourismusbetrieben im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,4% bei den Gästeankünften, aber leichte Rückgänge bei den Nächtigungszahlen beschert. Insgesamt haben 281.400 Gäste mehr als 1 Million Übernachtungen gebucht. In der bisherigen Sommersaison, also von Mai bis August 2014, gab es ein Plus von 0,3% bei den Gästen, teilte die Landesstelle für Statistik im aktuellen Tourismusbericht mit. Was die Herkunft der Gäste betrifft, so entwickeln sich der Schweizer und der niederländische Markt weiterhin sehr erfreulich. Hingegen haben heuer von Mai bis August etwas weniger deutsche Gäste ihren Urlaub in Vorarlberg verbracht. Pkw überschlug sich auf A14. Am Montagvormittag ist ein 18-jähriger Pkw-Lenker auf Höhe der Autobahnabfahrt Dornbirn Süd in eine Baustellenabsperrung gefahren und hat sich anschließend überschlagen. Der Autofahrer erlitt nur leichte Verletzungen und konnte sich selber aus dem Pkw befreien. Über die Unfallursache ist bisher nichts bekannt. Eine Fahrspur der A14 Rheintal-Autobahn war für rund eine Stunde gesperrt. Der 18-Jährige wurde zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Dornbirn eingeliefert. Und ein unbekannter Täter versuchte am 26. September im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr in Götzis im Bereich von Straßenzügen entlang der Eisenbahn mehrmals in verschiedene Wohnhäuser einzubrechen. Dreimal wurde der Täter bei seinem Einbruchsversuch von anwesenden Hausbewohnern oder von Nachbarn gestört und flüchtete. Im Umfeld der Tatorte wurde von Anwohnern ein heller Pritschenwagen wahrgenommen. Die Polizeiinspektion Götzis bittet die Bevölkerung um Hinweise.
ein internationales Unternehmen im Bereich Gesundheit lud vergangene Woche zu einem Tag der offenen Tür. Wir waren bei der BEMA Group in Liechtenstein mit dabei. Die BEMA International AG lud alle Interessierten zu sich ins Headquarter nach Liechtenstein ein, um im Rahmen eines Tags der offenen Tür einen Blick in die BEMA-Welt zu werfen. Unzählige BEMA-Partner und Teammanager aus der ganzen Welt folgten dieser Einladung, um sich bei den diversen Fachvorträgen zu informieren und das Unternehmen bei den Führungen näher kennenzulernen. Die BEMA International AG wurde 1998 durch ihren heutigen Verwaltungsratspräsidenten Peter Gleim gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz im liechtensteinischen Triesen und beschäftigt an diesem Standort über 50 Mitarbeiter. Die physikalische Gefäßtherapie BEMA ist nun mal ein Produkt, das ein hohes Alleinstellungsmerkmal im Markt hat. Das heißt, mit 5 Patenten belegt und im Weltmarkt einmalig. Die große Schwierigkeit außerhalb der Produktentwicklung war natürlich auch das richtige Marketing zu finden. Und hier hat sich über Jahre dann ein maßgeschneidertes dazu entwickelt, das in der Form aussieht, dass wir eigene Direktvertriebsberater im Markt haben, die wir selber ausbilden, gründlichst ausbilden, weil das Produkt einen hohen Erklärungsbedarf hat und meistens das Grundbewusstsein dazu noch gar nicht besteht. Die BEMA International AG ist innerhalb der medizintechnischen Branche tätig, betreibt und fördert Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Mikrozirkulation und entwickelt physikalische Behandlungsverfahren zu deren positiver Beeinflussung. Die mehrfach patentierte und im Markt führende Technologie der physikalischen Gefäßtherapie, BEMA, kommt in den verschiedenen Produktlinien zum Tragen, die das Unternehmen über einen eigenen, weit verzweigten Direktfachvertrieb und entsprechende Landesvertretungen in über 40 Ländern vertreibt. Schon von der ersten Stunde ihrer unternehmerischen Tätigkeiten spielte die Forschung für den Familienbetrieb eine entscheidende Rolle. Die vielen wissenschaftlichen Nachweise und fundierten Ergebnisse brachten dem Unternehmen eine hohe Anerkennung in der Forschung und Medizin. Soweit zum Tag der offenen Tür der BEMA Group und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Die Raiffeisen Dornbirn Lions sind in die neue Saison der zweiten Basketball-Bundesliga gestartet. Die Löwen mussten im ersten Spiel auswärts gegen die Raiders aus Villach antreten und die Messestädter präsentierten sich in guter Form. Am Schluss stand ein klarer 61-80 Erfolg. Das erste Heimspiel steigt dann am 4. Oktober in der Messeballsporthalle gegen die Basket Flames Vienna. Das war's vom Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, erfahren Sie jetzt. Auch heuer keine Vorarlberg-Skikart. Wünsche von tausenden Wintersportlern bleiben unerfüllt. Noch sind Vorarlberger Schafzüchter bzw. Halter ob der Wolfsrisse nicht in Panik. Weitere Risse könnten die Zuchtambitionen in Vorarlberg allerdings drosseln. Und Schwarz und Grün beraten in konstruktiver Atmosphäre das künftige Regierungsprogramm für Vorarlberg. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Natürlich Bio. Bioshop und Bistro am Garmarkt. Frisch und gesund und natürlich Bio. Der Garmarkt erhält Zuwachs. Am Garmarkt 20 wird die Vielfalt ergänzt durch einen Bioshop auf 190 Quadratmeter inklusive Bistro. Feines Ambiente also mit vielen regionalen Produkten. Geöffnet ist natürlich Bio, der Bioshop und das Bistro am Garmarkt ab dem 6. Oktober. Auf Ihren Besuch freuen sich Nicole und Thomas Perfler. Die heutige Nacht verläuft klar bei Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad. Der Wind weht mit 6 km/h aus Süd-Südosten. Der Dienstag verläuft wechselnd bewölkt, aber durchwegs freundlich und meist trocken. Nur einzelne schwache Schauer sind zu erwarten. Am Mittwoch überwiegen die Wolken, die Sonne kommt nur mehr selten zum Vorschein. Regenschauer sind jederzeit möglich. Am Donnerstag werden die Regenschauer seltener, mancherorts dürfte es sogar trocken bleiben. Und am Freitag ist es wolkig bei Temperaturen von 12 bis 18 Grad.